Herzlich willkommen, meine Mimis, zu diesem Video. Shadowblade-Analyse. Ich habe selber noch keine Ahnung von dem Helden. Das heißt, wir springen einfach mal direkt rein. Ich habe euch ja schon mal erklärt, Format wird folgend aussehen. Practice Mode. Wir schauen uns da den Helden mal an. Spielen ein bisschen mit ihm rum, schauen, was er so kann. Schauen uns seine Werte an. Dann gebe ich meinen ersten Gedanken über den Helden. Springen wir in den zweiten Teil. Zweite Teil wird eine Analyse von einem Replay sein. In dem Fall werden wir uns ein Replay von Angry Testy anschauen. Ja, es tut mir leid, Angry Testy. Ich habe wirklich, es ist unglaublich schwer, aktuell Replays zu finden. Und ich habe lieber ein Replay von Testy als gar keins. Ich hoffe, das ist verständlich. Und der letzte Part wird wahrscheinlich der interessanteste werden. In diesem letzten Part werde ich eine Runde spielen. Und ja, ich hoffe, da können wir uns einfach mal drauf freuen. Und das machen wir dann einfach mal. Ich finde, das hört sich gut an. Also, wir schauen uns hier einfach mal kurz an. Shadowblade, Model. Persönlich gefällt mir das Ganze sehr gut. Allerdings habe ich gleich noch eine Sache, was ich zum Model sagen möchte, nämlich so ein bisschen tricky. Aber ja, wir gehen einfach mal kurz die Fähigkeiten durch. Was hat's denn? Also, Gargantuan's Blast. Summons the Gargantuan, keine Ahnung, keine Ahnung, to wield the sword. Activation, bla bla bla, self-position, radius 300, bla bla bla. Activate to deal in an damage, ich denke. Activate to deal in an area around you damage und slow. Schaut ja gar nicht schlecht aus. Und 4 Sekunden auf Max. Das ist lange. Und danach gehe ich in die Gargantuan-Form. Die gibt mir Rüstung, Magierüstung und Stärke. Oha, das ist durchaus einiges. Wir leveln die einfach mal und hauen mal drauf. So. Die Sache, die ich euch zeigen wollte, ist, schaut mal, was genau ist am Model gleich geblieben. Ich mache das jetzt nur so schrittweise. Gehen wir zur nächsten Fähigkeit. Wir haben jetzt hier noch Faint Siphon. Summons Faint to wield the sword. Bla bla bla. Target a unit to leap at him from 600 units away. Upper contact with an enemy. Faint the 600. Bla bla bla. Magic Damage. Und Drains Damage. Nicht Base Damage. Damage. 10-40% für 5 Sekunden und das kriegt er selber. Also so Corrupted Disciple, nur anders. Würde ich es mal tippen. Und die Form hält 11 Sekunden, auch wieder, ich glaube, alle Formen halten 11 Sekunden, wenn ich das richtig sehe. Ja, die auch. Und die hat, das ist ja keine Form. Aber, und man kriegt noch Move Speed dazu und Agi. Also, nein, das wollte ich nicht. Wir machen dann einfach, geben wir hier einen Test plus rein. Geben ihm Level ab. Und springen mal einen Creeper an. Also Level 1. Schau mal, wie viel Reichweite das hat. Reichweite ist ja statisch. Das heißt, wir gehen mal hin. Oha, das ist ja doch einiges. Was mir jetzt aber gerade eben aufgefallen ist, Target Unit. Das heißt, man kann es auch auf Creeps, auf verbündete Creeps oder Einheiten verwenden. Also man ist nicht auf Gegner beschränkt. Das ist gut zu wissen. Jetzt ist nur die Frage, Move Speed habe ich gekriegt. Jetzt ist nur, sind es zwei separate Buffs. Ja, also ich kriege plus 2 Angriffsschaden von dem Creep. Aber wenn ich auf ein eigenes springe, kriege ich keinen Schaden. Ja, das war ja irgendwie zu erwarten, denke ich mal. Also das hier scheint so die Agi-offensive Form zu sein. Das heißt, wir springen mal weiter. Gehen zur Fähigkeit Nummer 3. Activate the Clear Vision in an 800 Unit Radius around the location casted for 6 seconds. Some Soul über. Soul Sight. Kostet ziemlich wenig Mana. Self-Position ist also wieder ein Buff wie die erste Fähigkeit. Und you upper news, summon soul, bla bla bla. Ich habe das Schwert für. Und übrigens, das, was ich euch zeigen wollte beim Model, ist, die Sache, die sich am Helden immer ändert, ist das Model. Und was gleich bleibt, ist der Held. Nein, ist das Schwert. Das heißt, Shadowblade ist halt auch wirklich Shadowblade. Das heißt, der Held an sich ist eigentlich das Schwert. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der solche Informationen interessant findet. Aber naja. Das heißt, ich habe bla bla bla. Ich krieg dann Ranged, also ich gehe in den Ranged-Modus. Ich habe dieses Ding, das gibt mir Clear Vision. Wir hauen einfach mal auf den rum. Aha, 600 Range-Angriff. Und ich mache. Und ich habe Vindicators passiv. Das schaut hier gut aus. Wir probieren mal kurz aus, wie groß die Clear Vision ist.
Dafür gehen wir am besten in dieses kleine Eckchen hier oben. Da kann man das ganz gut sehen. Gehen wir hier mal rein. Oha! Das ist durchaus einiges. Also das ist eine sehr nützliche Fähigkeit, so wie ich das Ganze sehe. Jetzt gehen wir noch kurz mal unseren Ultimate anschauen. Target Hero to gain. Bla bla bla. Okay. Also so wie ich das sehe, also man sucht sich einen Helden aus und dann kriegt man eine Prozentzahl von deren Primärattribut. Zusätzlich kommt, ändert sich mein Primärattribut zu dem Primärattribut, das ich mir gerade geklaut habe. Das heißt, ich kann maximal 40. Der Buff scheint permanent zu sein. Das ist natürlich ausgezeichnet. Also wenn der Gegner irgendeinen Helden hat, von dem ich seine Stats will, dann mache ich das einmal und dann bin ich fertig. Ist ja faszinierend. Schauen wir uns mal kurz die Stats an. 2,1 pro Level, also alle Stats sind 0,1 besser als Soul Stealers. Damit möchte ich nur sagen, Soul Stealer braucht bessere Stats. Allerdings gehen wir jetzt einfach mal kurz durch. Ich denke, mehr Leben, Agi, Int. Okay. Jetzt gibt es nur noch eine Frage, die ich mir gerade stelle. Nämlich... So, nein, falsch. Wir gehen einfach mal hier unter Refresh. Gehen zurück. Oh, jetzt verpasse ich gerade was bei Homecast. Oh, schade. Naja. Also, wir geben uns einfach mal ein bisschen Gold und probieren das hier. Harkon's Blade. Das ist die für mich interessante Sache. Weil für mich, wie das Ganze ausschaut, ist die dritte Fähigkeit kein Orb-Effekt. Was natürlich heißen würde, ich könnte so richtig Hardcore gehen und wir probieren das Ganze mal aus. Wir gehen in den Modus, machen die Harkons an und... Oha, das funktioniert tatsächlich. Das heißt, ich mache nicht nur ein bisschen Bonusschaden, sondern ich kann auch noch Harkons nebenher machen. Wahrscheinlich auch mit anderen Boni zu funktionieren. Und ist eine offensichtlich äußerst nützliche Fähigkeit. Ich habe wirklich noch keine große Ahnung, wie ich den Helden leveln würde. Wahrscheinlich, mein erster Gedanke, ich level primär die ersten beiden. Und behalte die letzte für Late Game, weil die schaut für mich nach einer starken Carry-Fähigkeit aus. Allerdings schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Wir gehen unter Local Replays, dann habe ich hier irgendwo Replay von Testy. Muss ich es nur noch finden. Kein MNI-Replay. Zu viele MNI-Replay. Von dem, was ich bisher gesehen habe, oder was ich gelesen habe, um genauer zu sein, ist es so, dass der Held höchst, oder 90% der Fällen, also so ein Int-Carry gespielt wird. Und ja, halt einfach damit dominiert. Ich denke, es sollte das ganz oben sein, oder? Nein. Wo ist es? Ich finde es nicht. Ich habe auch nach einem ganz falschen Namen gesucht. Ich habe nach Angry Testy gesucht, so heißt er nicht. Er ist All Heroes. Es ist ein Smurf-Account von Angry Testy. Er hat auf seinem Stream mitgespielt. Aber ich habe damit eigentlich kein Problem, auch einem Smurf zuzuschauen. Weil das gibt uns einen Blick darauf, wie das Ganze aussieht. Gegen nicht ganz so gute Spieler und wie man es machen kann, um die zu dominieren. Wenn ich das Replay nur finden würde, das wäre natürlich von Vorteil. Ach Gott, damn it. Nee. Okay, wir suchen einfach kurz. Doof. All Heroes. Übrigens ist das hier die Methode, auf die ich meine Replays suchen muss zurzeit. Also. Ja. Das heißt, ihr seht hier gerade Real-Time, warum das so lag. Warum ich eigentlich keine Analysen machen kann. Ich habe in das Replay da schon runter. Nein, das ist nicht das, was ich suche. Er hat eins gehabt, in dem er absolut dominiert hat. Wenn ich es nur finden würde. Oh, Profro. Der scheint sehr... Nein. Da, die kaufen. Da, genau das Replay wollte ich. Also, wie ihr schon hier von dem Statscreen sehen könnt, das Replay ist ziemlich lange.
Und Hellflower, Kultrasch, Schicksal, Harkons Blade und Mystic Vespin. Testy ist einer, der verkauft auch Items, um seine anderen fertig zu machen. Das kommt nicht so oft vor, aber Testy macht's. Und deswegen weiß ich noch nicht so genau, wie tatsächlich sein Itembild aussah. Aber das Interessante ist ja eigentlich auch das Skillbild und nicht das Itembild. Ich finde, das Itembild ist bei Shadowblade jedem so ein bisschen selbst überlassen. Tatsächlich ist Shadowblade das Skillbild auch so ein bisschen jedem selbst überlassen. So nach dem ersten Eindruck, aber wir werden mal sehen, wir werden mal sehen. Und ich will wirklich gerade gerne Honkers schauen. Aber nein, ich habe euch versprochen, ich mache das heute noch. Also mache ich das heute noch. Dann hoffen wir nur, dass das kurz hier schnell fertig lädt. Und ja. Jupp, jupp, jupp. Jupp, jupp, jupp. Und dann schauen wir ein bisschen Angry Testy zu. Skippen hier kurz durch. Angry Testy, nein. Oh, oha, das ist der neue Kronos-Avatar. Tasty. Schauen wir jetzt den mal. Warte, warte. Wie habe ich meine Haut gießen? Ah, sehr gut. Nein, 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 bleib mal stehen. Oha, das sieht toll aus. Muss ich lassen. Der gefällt mir. Dann springen wir einfach mal zu Testy. Testy geht Mitte. Mit Shadowblade levelt als erstes seine Soulside. Ups. Ah, das wollte ich nicht. Aber wir skippen hier mal ein bisschen durch. Das muss man ja nicht haben. Ich vergaß. ich möchte nur kurz nachschauen, wie man Pause macht. Das übrigens, das hier, da kann man das Ganze nachschauen. Allerdings. Ich find's nicht. Naja, gut. Dann machen wir halt Pause manuell. Aber ja, wie wir sehen. Tatsächlich spammt er das. Das ist interessant. Oha, man kriegt den Bonus-Damage auch, wenn man Dinge ist. Wenn man denied. Das ist dann natürlich sehr gut. Also vor allem für die Midlane. Macht das einen großen Unterschied. Und der spammt es ja regelrecht. Also der benutzt das wirklich Early Game zum Last-Hitten. Naja, als Mini ist es ja Early Game eigentlich am schwierigsten. Man hat ganz am Anfang vom Spiel die größte Schwierigkeit. Oh, Level 2, gar kannst du uns planen. Ja, ich denke so defensiv. Mich wundert es, dass er sein Jump nicht levelt. Persönlich hätte ich das genommen. Aber was euch übrigens was auffällt, zwei Duck Boots als Items und halt ein paar Runes of the Blight. Ist eigentlich ein ganz nettes Item. Funktioniert ganz gut. Persönlich habe ich lieber noch ein Schild, aber nachdem er ja die ganze Zeit in Ranged Form geht, braucht er den Schild ja gar nicht. Also das hier ist sehr interessant. Also 5 Schaden sind Early Game einiges, also muss man dazu sagen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, 63 bis 66 plus 5, das sind 68 bis 73. Polybock macht gerade mal 53 bis 60. Das ist, also wenn man gut Last hittet, sollte man eigentlich in der Lage sein, jeden Last Hit zu kriegen. Und ja. Level 3. Also er levelt Soulside tatsächlich hoch. Und holy shit, macht das viel Schaden. Oh mein Gott. Ich hätte vielleicht vorher ein bisschen mehr ins Detail gehen sollen. Aber ich habe ja gesagt, es soll nur so einen kurzen Überblick über seine Fähigkeiten geben. Aber holy shit, macht das viel Schaden. Oha, das ist natürlich dann beeindruckend. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ist. Interessante Frage ist, hat er die... Ja, er behält seine Lebensregeneration, während er in Ranged Form ist. Obwohl er eigentlich kein Mini mehr ist. Das ist ja eigentlich nur ein Bonus für Mini-Helden. Aber plus 12 Schaden, wenn wir das nochmal vergleichen auf die gleiche Art wie vorhin. Polywog 56 bis 63. 63 bis 66 immer noch. Plus 12. Er liegt also fast 20 Schaden über dem von Polly. Was ehrlich gesagt ziemlich abartig ist. Also das ist viel. Ah, jetzt endlich Fanes Seifern. Das ist also nur ein Level. Wahrscheinlich um abzuhauen. Genau wie das gleiche hier. Nur für den Slow, denke ich, dass man da ein Level nimmt. Und ja, es gibt durchaus Sinn. Ich meine, jetzt wo ich sehe, wie hart diese Ranged Form ist, das ist schon abartig. Jetzt sehe ich auch, warum man Mitte geht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass man mit dem Held eher in der Lane geht. Aber vor allem, was ich hart finde, ist, dass er den Schaden auch beim Denying kriegt, den Bonusschaden. Also, tut mir leid, aber das müssen sie rausnehmen. Der Bonusschaden ist jetzt schon ziemlich stark und es kostet kaum Mana, 50 Mana. Es spammt es wirklich durch. Und. Oh. Auf welchem Level spielt er hier eigentlich? Isaac Chew? Sehe ich das richtig, dass das Semi-Chew ist? Wenn das Semi-Chew ist, dann spielt er hier gegen einen richtig guten Spieler. Aber oh mein Gott, macht das viel Schaden. Oh mein Gott. Das ist ja lächerlich. Es ist ja komplett lächerlich.
Übrigens, jetzt wo ich gerade hier oben sehe, so Action, Action, bla bla bla, das interessiert mich nicht. Also, für die Leute, die meine alten Analysen nicht gesehen haben, ist ja schon ein Weilchen her, seitdem ich die gemacht habe. Action ist nicht der Punkt von diesen Replays, oder warum wir die uns anschauen, sondern der Punkt ist, dass wir ein bisschen über den bestimmten Helden lernen, den wir uns anschauen. Und wir lernen nichts. Nichts, aber auch gar nichts über den Helden, wenn wir uns ständig die Action reinschauen. Ganz ehrlich, Action ist eh nicht der interessante Part vom Spiel, sondern das Interessante vom Spiel ist das Gesamtbild. Und ja, aber das muss man erstmal realisieren. Inzwischen sei Polybock gankt unten und er ist einfach am Freefarm. Das eine Problem, das ich jetzt nur sehe, ist wirklich, dass mit seinem Skillbild, wie möchte er da ganken? Weil, okay, schön und gut, er macht einen Haufen Bonusschaden mit seinen Angriffen. Allerdings muss man dabei bedenken, das sind Bonusschaden durch Angriffe, solange es nicht sowas wie Nomad oder Revenant ist. Wobei, Nomad, doch, Nomad. Dann ist das nicht wirklich Burst, sondern das ist eher mehr konstanter Schaden, der zum Harrison gut ist. Während bei, dem Helden hier, gut, es kommt auf die Positionierung an. Aber so an sich, frage ich mich, ob sich das wirklich lohnt. Damit in die Mitte zu gehen. Vielleicht wäre eine Sidelane besser für den Helden, weil Sidelane-Helden sind nicht so zum Gedenken gedacht und da kommt es auch vor allem mehr auf die Auto-Attacks an. In der Mitte ist es meist mehr der Burst und vor allem beim Ganken ist es wirklich Burst in dieselbe die große Rolle. Ah, so, hier wird er wahrscheinlich gleich Essence-Shift benutzen, wenn ich raten dürfte. Oder? Behält er sein primäres Attribut. Plus 24 Schaden, das ist lächerlich. Also, das tut mir leid, das kann ich nicht anders sagen, aber das ist lächerlich. Und er spammt das wirklich. Es kostet einfach kein Mana. Wenn wir uns mal seine Stats anschauen. Ich kann leider nicht nachschauen, was sein primäres Attribut ist. Allerdings, wir könnten mal so in dieses Menü. Also er hat noch Beweglichkeit als sein primäres Attribut. Hat sein Ulti noch nicht benutzt. Wie viel Cooldown hat er? Kann man das hier nachschauen? 60 Sekunden. Also wir werden sehen, wenn er sein Ulti benutzt. Und auf was und wann. Also hauptsächlich interessiert mich wann. Weil persönlich hätte ich ihn jetzt wahrscheinlich schon benutzt. Er gibt aber das Rennen um die Rune schnell auf. Also da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Er hätte die kriegen können. Leap und dann Slow. Mit einer Haste und dann runterfokussen. Keine Ahnung. Aber deswegen ist eigentlich der Grund, das ist eigentlich der Grund, warum ich nicht so gerne Testy-Replays anschaue. Testy ist ein God-Level-Spieler. Er ist unglaublich. Aber Testy farmt. Und damit meine ich nicht. Testy ist ein Reisfarmer. Der ist einfach ein Oldschool-Dota-Player. Damit hat man... Und ja, Reisfarm. Ja, da kann man halt nichts machen. Deswegen finde ich Testy Replays meist ein bisschen langweilig. Aber damit müssen wir jetzt halt leben. In der Zwischenzeit, der Corrupted nimmt irgendeine Lane auseinander. Aber das interessiert uns nicht. Testy bleibt in der Mitte und 36 Bonusschaden. Das ist ja abartig. Es ist zwar nicht mehr so... Es ist, macht durchaus einiges. Also, ich frage mich, warum der auch nicht mal draus springt. 90 Mana plus 90. Ja, er hat gar nicht genug Mana. Das heißt, außer seiner dritten Fähigkeit kosten die anderen Fähigkeiten gar nicht. Eigentlich relativ viel Mana für seinen kleinen Mana-Pool. Er hat die dritte Fähigkeit, spammt er wirklich. Das ist... naja gut, da muss man jetzt auch bedenken, dass er hat eine relativ hohe Mana-Regeneration währenddessen. Weil natürlich, sein Int-Wert erhöht sich. Dadurch erhöht sich die Mana-Regeneration. Und... ja... Ach, Testy, komm, du könntest ihn wirklich mal angreifen. Das ist nicht so, als ob er sich wehren kann. Ich frage mich aber immer noch, warum er sein Ulti nicht benutzt. Ich denke, er möchte einfach Beweglichkeit halten, weil dann... Nein, das gibt keinen Sinn, weil sein... Also das verstehe ich nicht so ganz, warum er sein Ultimate noch nicht benutzt hat und den Polybock ein bisschen Int geklaut. Polybock hat 44 Int, 20% davon sind... so, keine Ahnung. 2, 8 oder so. Durchaus was. Wenn man davon ausgeht, dass natürlich 80% auf Intelligenz werden dazu. Das ist nochmal ein bisschen Bonusschaden. Also es wundert mich, dass er das nicht macht. Rune ist unten, aber Testy interessiert sich gar nicht dafür. Seht ihr, das ist der Grund, aus dem ich keine Testy-Replays benutzen will. Testy farmt die ganze Zeit. Ganze Zeit. Also der macht gar nichts anderes. Allerdings ist jetzt natürlich die Frage... Welches Ultimate geht er? Weil ich meine, Skillbild, Level 8, ich denke, Level, ja, genau. Er levelt Gargantuan's Blast hoch. Und ich denke, die Kombo wird so aussehen: er liebt sich rein, Gargantuan's Blast, um zu slowen, geht in seine Ranged Form und kloppt einfach auf den Gegner rum. Wo teleportiert er sich hin?
Nach oben, sehr gut. Wir bekommen den Gang zu sehen. Das ist ausgezeichnet. Hier kommt die Motte mit ihrem komischen Teil. Und ja, macht durchaus Schaden. Allerdings verreckt die Motte als erstes. Das ist natürlich unpraktisch. Und sein Schadensoutput ist durchaus sehr hoch. Aber, das seht ihr wieder, das Problem. Ihm fehlt es einfach so ein bisschen an Burst. Also, er stand daneben und hat zwar wirklich sein Bestes getan. Allerdings mit seinem Skillbild, also mit dem jetzigen, fehlt ihm wirklich so ein bisschen der Burst-Schaden. Das heißt, mich würde es mal interessieren, ob man einfach die anderen beiden Fähigkeiten hochleveln kann. In der Zwischenzeit, push Polywalk in Mitte runter. Aber, Testy, bitte. Hab doch mal ein bisschen Niveau. Du hast das Spiel sogar gestreamt. Oh, hier kommt er. Und die Motte. Ja, sehr gut. Sleep, Charm. Und ich denke, mit den beiden Fähigkeiten wäre er auch in der Lage, einen guten Burst rauszuholen. Allerdings, wenn er immer nur sein Soulside benutzt, dann geht das Ganze natürlich nicht. Ich weiß nicht, Soulside ist halt wirklich die Fähigkeit, die ist sehr, sehr gut zum Lane. Also das kann man nicht anders sagen. Die ist unglaublich gut zum Lanen. Aber, ihm fehlt der Burst zum Ganken. Also ich weiß nicht. Aber eine Solo-Sidelane ist wahrscheinlich die bessere Rolle, wenn man ihn so spielen möchte, wie Teste hier. Während wenn ich in die Mitte gehe, würde ich wahrscheinlich die ersten beiden Fähigkeiten gang leveln, um den Burst zu bekommen. Wir schauen einfach mal kurz nach, wie viel Schaden das dann tatsächlich ist. Drücke ich die falsche Taste oder was? Oh. Nein, das wollte ich nicht. Ich finde meine Taste nicht mehr. Es gibt irgendeine Taste, damit kann man ganz schnell in First Person View gehen. Wir gehen einfach mal kurz schauen. Jump to Player's Point of View. Warum geht es nicht? Ist meine R-Taste kaputt? Ich glaube, mein R ist kaputt. Naja, gut, nachdem meine R-Taste ja kaputt ist, müssen wir das Ganze manuell machen. Wir gehen einfach mal kurz unter seinen Händen. Da können wir ja hier nachschauen, wie viel Schaden die Kombination machen würde. Ziehen wir das kurz weg. 210 plus 210. Also es wären 420 Burst. Das ist jetzt immer noch nicht so ganz ultimativ hoch. Es ist nicht schlecht, also das kann ich nicht sagen. Oh, hier springt er rein und... Ja, plus 40 Magie-Schaden. Das ist durchaus einiges. Hier kommt der Polly allerdings. Ich glaube, er wird den Demented Shaman versuchen zu töten. Aber, oh mein Gott. Der Auto-Attack-Schaden ist durchaus ridikül. Also das ist nicht mehr schön. Das ist absolut lächerlich. Ich weiß, also mir fällt keine gescheite Beschreibung dafür ein, aber es ist zu hoch. Es tut mir leid. Und hier unten ist ein Corrupted, während Testy in der Mitte sitzt und farmt! Testy! Mach doch mal was! Also ich sehe die Sache mit Soulside ermöglicht einem nicht so ganz die ultra-aggressive Art zu spielen. Aber das hindert. Wir halten uns jetzt einfach mal daran, was Testy sagt. Also Testy ist 10 Millionen unendlich mal besser wie ich. Also besser wie ich jemals sein werde. Ich bin gar nicht gut. Also ich sag's die ganze Zeit, aber ich hab ja ein Weilchen lang habe ich nur Call of Duty gespielt. Und seitdem bin ich wesentlich schlechter als davor. Das heißt, ich bin gar nicht so gut. Gar nicht so. Oha! Habe ich das richtig gesehen, dass er seine Farbe geändert hat, je nachdem welches Attribut seine Boots haben, oder habe ich mir das eingebildet? Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Kommt vor. Aber nein. Ach nö. Replay, Unterstrich, Auto, Skip, Pause. True. So. Jetzt gibt's die Replays. Ah, jetzt geht auch das wieder. Dann können wir hier auch schneller machen. Kommt, sehr gut. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Action. Also müsste ich nur noch hier rausgehen. Ah, ich krieg das mit den Hotkeys langsam aus. Aber hier springt er rein und... Aha, ich sehe. Jetzt, wo er Level 11 ist, hat er auch ein bisschen Burst. Und vor allem der Slow in Kombination mit seinem Soulside. Also jetzt ist er durchaus in der Lage, ganz gut zu gehen. Naja gut, wahrscheinlich lief das vorne nicht ganz so toll, weil die Motte direkt verreckt ist. Aber ja, das kann man jetzt so schlecht einschätzen. Aber er spammt, also das spammt er wirklich. Es macht halt auch viel Schaden. Da kann man, glaube ich, nichts dagegen sagen. 41 True Damage dazu. Oder ist es True?
Nein, es ist Magieschaden. Es ist Magieschaden. Das ist gut zu wissen, weil dann kann man sich zum Beispiel schwanken Head kaufen. Und sollte der Head dann auf ein Magie-Carry-Build gehen, also mit seiner dritten Fähigkeit, was ich, nachdem ich sehe, wie viel Schaden das macht, durchaus denke, dass das Standard werden wird, dann bin ich der Überzeugung, der festen Überzeugung. Meine Hotkeys funktionieren nicht wieder nicht. God damn it. Ah, warum geht das nicht? Geht's jetzt? Nein, geht. Naja, egal. Da bin ich der festen Überzeugung, dass das der Standardwert sein wird. Und... Oh, da hat er jetzt was geklaut. Da hat er von wem was geklaut. Aber von wem? Target Unit. Ach so, da kann man also auch von... Ah, da kann man also auch von Verbündeten holen. Also er hat sich wahrscheinlich vom Demented Shaman geklaut. Demented Shaman, Int-Wert von 51. Wenn ich jetzt nachschauen könnte... wir schauen erstmal. Ah, nein, natürlich geht er nicht ganken. Ich meine, was erwarte ich auch von Testy. Aber wenn wir jetzt nochmal nachschauen würden, doch nicht. Hat er das auf sich selber benutzt? Hat er sich... Warte, das interessiert mich jetzt. Hat er das auf sich selber benutzt? Das schauen wir gleich nach. Wir schauen erstmal, wie erfolgreich der Gank wird. Ah, hier kommen die True-Seiten. Oha. Also, ich muss wahrscheinlich meine vorherigen Statements zurücknehmen. Der Hate wird also wahrscheinlich zum Ganken so sein wie ein Drunken Master. Also, ich sag ja, Drunken Master brauchst du Level 10, Level 11, um wirklich effektiv zu sein. Aber, wenn man Drunken Master wirklich die Zeit raubt... Oh, Mann, Telefon. Okay, das ignorieren wir jetzt einfach. Sorry. Aber wenn man Drunken Master die Zeit und den Raum gibt und die Möglichkeit, einfach in der Mitte zu chillen und Level 11 zu werden oder Level 10, dann ist er wirklich in der Lage, auch Schaden rauszuhauen. Und dann ist er richtig effektiv im Ganken. Während Drunken Master, der auf Level 7 gankt, kann zwar funktionieren, aber es ist jetzt suboptimal. Und ohne Rune ist wirklich unwahrscheinlich, dass da was Sinnvolles passiert. Also, das ist so ein bisschen das Problem bei dem Helden. Und ich habe das Gefühl, der hier hat so... Naja, kann man wirklich Problem zu sagen, eher so der gleiche Kaliber an Gankfähigkeit. Aber ja, hier... Bringt den rein. Was aufgefallen ist, er hat nicht seinen Leap benutzt, um zu initiaten, sondern er hat sein Schild benutzt, um zu initiaten. Weil, das ist jetzt, wenn sich die Möglichkeit gegeben hat, ist das wesentlich besser. Nämlich, wenn er sein Schild benutzt, um zu initiaten und danach in seine Leap-Form gibt, in der Leap-Form bekommt er Agi. Und nachdem sein primäres Attribut aktuell noch Agi ist und Agi auch Attack Speed erhöht, ist er dadurch in der Lage, schneller Schaden zu machen. Und besser Schaden zu machen. Ich glaube, ja, und zusätzlich zieht das Ding auch noch Schaden vom Gegner ab. Während die Stärkeform, die ist ja eigentlich nur zum Tanken da. Und zum Initiaten halt. Das heißt, wenn er erst raus springt und dann seine Stärkeform macht, dann macht er weniger Schaden. So funktioniert es halt. Oh, er hat sein Ulti wieder benutzt. Jetzt will ich aber wissen, auf wen. Nein. So, halt. Okay. Primäres Attribut Int. Das heißt, wenn wir einfach mal zurückgehen, kann man das nachvollziehen. Ja, das war definitiv auf dem Demented. Wir müssen nach dem Spiel nochmal ins Practice Mode gehen und schauen, ob man wirklich den Ulti auf sich selbst machen kann. Also das ist... Ah! Mann, dummes Telefon, ich gehe nicht ran. Nein, ich bin beschäftigt. Aber ja, farmen. Aber das müssen wir nachher noch ausprobieren, ob man den Ulti wirklich auf sich selber machen kann. Das ist eine Sache, die finde ich relativ interessant. Einfach aus dem Grund, weil wenn ja, dann hört sich das für mich nicht nach einem besonders schlechten Deal an. Und ob man den auch auf Verbündete... Also wobei, offensichtlich kann man ihn auf Verbündete machen, was ihn durchaus besser macht, als ich gedacht habe. Also ich bin davon ausgegangen, dass er nur auf Gegner geht. Was ihn natürlich einschränkt. Also man braucht einen starken Gegner, damit der Ulti auch ultra effektiv ist. Währenddessen kann man auch selber am Snowballen sein und sich einfach da an seinen Verbündeten hochboosten. Das ist jetzt natürlich eine interessante Sache. Wir gehen nochmal reinschauen, was Primärattribut ist. Intelligenz. Also er geht auf Intelligenz aktuell. Ja, da, schau. Primärattribut Intelligenz. Und wie viel Angriffsschaden macht er damit? Plus 60. Oh mein Gott, ist das lächerlich. Ist das lächerlich. Plus 60 True Damage. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann meine Hotkeys nur benutzen, während ich das Fenster hier offen habe.
Doch, jetzt geht's wieder. Goddammit. Aber jetzt geht's nicht mehr. Und wenn ich es aufmache, geht's wieder. Ah, halt mir das Fenster halt offen. Wir stellen es irgendwo hin, wo es keine interessiert. 69 True Damage. Aber er hat sie auf 2 erkannt.